verehrten Damen und Herren, es war ja eine Veranstaltung auch der Grünen Wahlleute und der Grünen Fraktion. Wir haben uns sehr gefreut, dass Frank-Walter Steinmeier uns zur Verfügung stand. Er hat ja eine klare Mehrheit in der Bundesversammlung hinter sich und insofern war das auch nicht selbstverständlich, dass wir da teilnehmen, dass er zu uns kommt und sich auch den Fragen nochmal stellt. Auf die lippische Herkunft ist ja schon hingewiesen worden. Ich habe auch noch eine andere Verbindung gesehen. Er war in den 80er Jahren Aster Finanzreferent in Gießen. Ich war das 10 Jahre später in Essen. Vielleicht habe ich dann auch noch mal ein bisschen Schwung, den ich dann mitnehmen kann. Und ich will auch ausdrücklich sagen, wir haben ihm auch sehr kritische Fragen gestellt, die er sich auch sehr deutlich gestellt hat. Wir haben ihn nach der weltpolitischen Lage gestellt. Ich bin als Person mit meiner Familie, die im Iran Wurzeln hat, die in den USA lebt und in Europa unterwegs ist, auch einen ganz persönlichen Bezug. Auch dazu hat er sehr klar Haltung bezogen, was ich ausdrücklich begrüße. Und auch verschiedene andere Fragen des Zusammenhalts, was mich sehr freut. Das Thema kommunale Familie, dass man sich auch um andere kümmert und dass das ein Fundament der Gesellschaft in Deutschland ist, fand ich sehr wichtige Punkte, die Sie angesprochen haben. Sie werden verstehen, dass wir heute unseren grünen Leuten keine Wahlempfehlung abgeben. Aber ich kann Ihnen versichern, dass das, was Sie hier heute gesagt haben, auf große Zustimmung trifft und dass Sie selbstverständlich ein sehr würdiger Bundespräsidentenkandidat sind. Und ich freue mich, wenn Sie das Amt auch in Würde und großen Erfolg wahrnehmen werden. Danke. Ja, ich darf mich ganz herzlich bedanken bei den Fraktionsvorsitzenden von SPD und Grünen für die Einladung. Ich freue mich, dass Silvio Löhmann und Hannelore Kraft hier dabei sind. Ich bedanke mich für die freundlichen Worte zu Beginn der Veranstaltung eben, auch hier vor dem Mikrofon. Ich freue mich über die Gelegenheit, das will ich ausdrücklich sagen, mich hier vorzustellen, selbst wenn der ein oder andere eine Vorstellung nicht für notwendig hält, weil wir uns in der Tat seit vielen Jahren, mit manchen seit Jahrzehnten, über den Weg laufen. Aber ich habe das deshalb gerne gemacht, weil natürlich mein Bild in der Öffentlichkeit jetzt durch 8 Jahre Außenminister geprägt sind. Und insofern war es eine Gelegenheit, noch einmal darauf hinzuweisen, dass es eine Geschichte davor gibt. Und dazu gehört vor allen Dingen auch meine Vergangenheit hier in Nordrhein-Westfalen. Und am Ende habe ich gesagt, habe ich Politik nicht auf der Bundesebene gelernt, sondern auf einer Landesebene, selbst wenn das damals nicht Nordrhein-Westfalen, sondern Niedersachsen war. Insofern glaube ich, habe ich in der Tat den Weg dieser Gesellschaft, den Weg dieses Landes nicht nur über viele Jahre, sondern auch durch Höhen und Tiefen begleitet. Die Aufgaben verändern sich. Die Aufgaben waren andere, als wir zum Ende des letzten Jahrzehnts auf der ganzen Welt als der kranke Mann Europas behandelt wurden. Wir haben einen Weg gefunden, uns aus dieser Krise zu befreien. Für mich ein Zeichen, dass wir eben dem Wandel auch nicht hoffnungslos ausgeliefert sind, sondern dass Politik etwas gestalten, etwas verändern kann. Das macht Mut. Aber Mut ist auch notwendig in diesen Tagen, in denen die Fliehkräfte in vielen Gesellschaften Europas zunimmt, Polarisierung zunimmt und der uns vielleicht ein Satz aus Obamas Abschiedsrede besonders verständlich wird, in der er gesagt hat, die Demokratie ist dann in Gefahr, wenn sie zu sehr zu einer Selbstverständlichkeit wird. Deshalb habe ich meine Rede heute auch auf das Thema Demokratie und die Wahrung unseres demokratischen Fundamentes zugeschnitten. Wir müssen wieder lernen, für Demokratie und Pluralismus in diesem Lande zu streiten. Und wir müssen auch öffentlich sagen, dass Abschottung und Ausgrenzung von Menschen wegen ihrer sozialen, ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Religionszugehörigkeit für uns nicht in Frage kommt. Das kommt für uns nicht in Frage und es ist Teil eines Wertekatalogs, den wir von unseren amerikanischen Freunden nach 1945 gelernt haben und übernommen haben. Vielen Dank.